Willkommen bei Transfermarkt TV am Donnerstag. Wir sprechen heute wieder über viele spannende Themen. Zum Beispiel gibt es einen Neuzugang beim FC Bayern. Nassaouir Mazraoui hat nach der Meisterschaft mit Ajax seinen Wechsel angekündigt. Und Paul Pogba soll auch auf dem Zettel des deutschen Rekordmeisters stehen. Spannendes Gerücht, kommen wir später in der Sendung zu. Gehen jetzt aber erst einmal, wie gehabt, in den Transferticker. Da geht es um fixe Spielerwechsel, aber auch um Entscheidungen, die getroffen wurden. Und so eine gibt es in Norditalien bei Giorgio Chiellini und Juventus Turin. Denn der Verteidiger hat nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Inter bekannt gegeben, dass er nicht bleiben wird und die alte Dame nach 17 Jahren im Sommer verlassen wird. Er sagte genau im Wortlaut, er würde Platz machen für junge Leute. Das bedeutet auch, dass sein letztes Spiel für Juve dann zu Gast bei seinem Ex-Club in Florenz stattfinden wird. Wie es weitergeht mit der Karriere, das ist noch offen. Es gibt Gerüchte um einen Wechsel in die USA. Jeremiah St. Just wurde bei Sporting vorgestellt. Zuletzt spielte er bei Mainz 05. Die 05er erhalten eine Ablöse von rund 10 Millionen Euro. Und der 25-jährige Niederländer wurde beim entthronten portugiesischen Meister mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Dafür hat Mainz auch einen festen Neuzugang, einen alten Bekannten. Dominic Kohr spielt seit anderthalb Jahren auf Leihbasis bei 05. Nun hat man ihn fest verpflichtet und überweist Eintracht Frankfurt dafür rund 3 Millionen Euro. Kohr unterschrieb in Mainz bis 2026. Der zweite Neuzugang in diesem Sommer für Hannover 96 heißt Enzo Leopold, ist 21 Jahre jung, spielt im offensiven Mittelfeld und kommt aus der zweiten Mannschaft vom Sportclub Freiburg in der dritten Liga. Da hatte er 23 Mal auf dem Platz gestanden bei 8 Torbeteiligungen. Und kurz darauf hat Hannover dann noch einen neuen bekannt gemacht. Und zwar Fabian Kunze. Über das Gerücht hatten wir mehrfach schon berichtet. Der kommt ablösefrei aus Bielefeld, spielt am liebsten im defensiven Mittelfeld und unterschrieb bis 2025. Viele Hannover-Entscheidungen auch auf der Abgangseite. Und zwar verlassen Niklas Hult und Philipp Ochs den Verein. Beide hatten auslaufende Verträge. Nun müssen sie sich nach einem neuen Verein umschauen. Sportdirektor Markus Mann sagte, es waren schwierige und harte Entscheidungen. Und vielleicht noch bemerkenswert, als Linksverteidiger und Linksaußen hat Hannover damit also auf einer ganzen Seite der taktischen Ausrichtung einen Neuanfang eingeläutet. Und wir haben noch einen Spielertransfer mit einem klitzekleinen Haken, denn die ganz offizielle Bestätigung und die Vorstellung, die stehen noch aus. Trotzdem haben beide Seiten schon bekannt gegeben, ja, man hat sich geeinigt, ja, das Ding wird über die Bühne gehen. Und zwar geht es um Nassaouir Mazraoui. Der konnte am Mittwochabend den Meistertitel mit Ajax feiern und er sagte hinterher, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir sind Meister geworden und ich gehe zu meinem Traumclub. Also, der FC Bayern kann sich über einen neuen Rechtsverteidiger freuen. Auch Hasan Salihamidžić, der sagte, man sei bei der Verpflichtung in den letzten Zügen, also nur noch Formsache. Und er freute sich, der Rechtsverteidigermarkt sei sehr schwer und dann einen so offensiv orientierten, auffälligen Mann zu verpflichten, sei etwas ganz Besonderes und ein großes Plus für die Bayern. Geplant wird mit ihm, wie gesagt, auf der rechten Seite als Schienenspieler. Zuletzt spielte da ja auch häufiger Benjamin Pavard auf der Rechtsverteidigerposition, aber der war einfach nicht offensiv stark genug. Er wird dementsprechend eher als Innenverteidiger, wahrscheinlich dann in einer Dreierkette eingeplant und Mazraoui dann soll den offensiveren Part übernehmen. Er soll einen 4-Jahres-Vertrag bis 2026 erhalten und kommt ablösefrei. Sein Vertrag lief aus. Und hier haben wir nochmal eine ganz interessante Statistik, nämlich die Offensivqualitäten. Die kann man hier ziemlich gut ablesen. Spiele- und minutentechnisch sind sie fast gleich auf. Pavard und Mazraoui, der hat allerdings 5 Tore
Pavard keines und Masraoui doppelt so viele Vorlagen. Beim Marktwert, da ist der französische Weltmeister noch vorne, aber wir sind natürlich sehr gespannt, wie sich der Neuzugang von Ajax Amsterdam in der Bundesliga entwickeln wird, auch was den Marktwert angeht. Und wir machen nahtlos weiter mit unserer Gerüchteküche. Da sind heute wirklich viele prominente und spannende Namen drin. Unter anderem auch Raheem Sterling von Manchester City. Der hat nicht den leichtesten Stand in dieser Saison, hat jetzt nicht so oft als Stammspieler fungiert. Und da machen sich dann durchaus auch Gerüchte breit. In diesem Fall geht es um einen Liga-Konkurrenten. Der Telegraph berichtet nämlich, dass der FC Arsenal um Trainer Mikel Arteta in Erwägung ziehen soll, Sterling zu verpflichten. Der soll aktuell noch nicht so an die Zukunft denken, will sich eher aufs Meisterrennen mit City konzentrieren, hat aber auch nur noch einen Vertrag bis 2023. Also man braucht auf jeden Fall eine Entscheidung im Sommer. Und dann kann sie wohl auch erst getroffen werden, denn Arsenal soll ihn tatsächlich nur verpflichten wollen, wenn man sich für die Champions League qualifiziert. Das sieht ja aktuell ganz gut aus, aber muss erstmal noch in trockene Tücher gebracht werden. Die Bild berichtet, dass es kein neues Vertragsangebot geben wird für ihn hier, für Nordi Mukiele. RB Leipzig möchte nicht über gewisse Schmerzgrenzen hinausgehen. Zuletzt war ein Vertragsangebot von Spielerseite abgelehnt worden. Ja, und Leipzig bleibt wohl hart. Bis 2023 ist Mukiele noch gebunden, aber es sei wohl auch kein großes Problem, wenn man ihn dann ablösefrei ziehen lässt. Also, die Sachsen zeigen klare Kante und sind ja auch in einer halbwegs luxuriösen Position, denn von den Starspielern gibt es nur zwei, die überhaupt nur noch ein Jahr Vertrag haben. Das sind einmal Mukiele und dann noch Konrad Leimer. Der Rest hat noch längerfristigere Verträge. Und wir bleiben nochmal in Leipzig. Und zwar kommen wir zu Christopher Nkunku, dem zweifelsohne wertvollsten, wichtigsten Spieler im Kader. Der soll ja unter Umständen seinen bis 2024 laufenden Vertrag noch um ein Jahr verlängern. Dann mit einer Ausstiegsklausel im Bereich 65 Millionen Euro hätte dann einfach den Hintergrund, dass er noch ein Jahr in Leipzig bleiben soll und wahrscheinlich dann für eine fixe Summe wechseln kann. Aber das Ganze ist wohl auch noch nicht so spruchreif, denn er soll's knüpfen an eine Qualifikation für die Champions League. Also Europa League in Leipzig, das wäre dann ausgeschlossen und wahrscheinlich gleichbedeutend mit einem Abgang noch diesen Sommer. Macht Union Berlin es schon wieder und holt einen ablösefreien Spieler. Amos Pieper von Arminia Bielefeld will auf jeden Fall weg, sieht sich zu höherem berufen, als auf der Alm zu kicken. Und Union soll großes Interesse haben, das berichtet der Kicker. Aber Achtung, laut der Allgemeinen Zeitung steht Pieper auch beim ersten FSV Mainz 05 im Fokus. Dort sucht man ja auch noch einen Nachfolger für Jeremiah Saint-Just, der ja zu Sporting gegangen ist. Und die Sportbild sowie Sport 1 berichten übereinstimmend, dass das Ding hier schon fix sein soll, nämlich dass Union Berlin Jamie Leveling von Fürth verpflichtet. Die Ablösesumme soll 4 Millionen Euro betragen. Damit wäre Leveling nicht nur Rekordabgang der Fürther, sondern auch der zweitteuerste Neuzugang in der Geschichte von Union Berlin nach Taiwo Avoni. Aber hier warten wir auf jeden Fall noch darauf, dass die beteiligten Parteien den Deal bestätigen. Und auch in der Gerüchteküche kommen wir nochmal zurück zum FC Bayern. Da gibt es einen Bericht aus Italien von der Gazzetta dello Sport. Demnach soll der Rekordmeister ein Angebot abgegeben haben für Paul Pogba. Das ist durchaus mal ein Hinhörer und sorgt vielleicht beim ein oder anderen Beobachter für Fragezeichen. Klar ist, die Bayern haben im zentralen Mittelfeld eine offene Planstelle. Pogba scheint dann aber doch nicht so der typische FC Bayern-Kandidat zu sein. Er wäre zwar ablösefrei, sein Vertrag bei Manchester United läuft aus, aber er soll der Gazzetta dello Sport zufolge 15 Millionen Euro pro Jahr fordern, und zwar netto. Damit wäre er in Deutschland beim FC Bayern auf jeden Fall sofort Topverdiener. Und da glauben wir dann doch eher nicht dran. Der Daumen geht runter. Zwar hat Bayern die Frankreich-Connection, viele Nationalspieler mit Pavard, Upamecano, Hernandez und ja auch noch Tolisso.
die könnten Pogba vielleicht ein bisschen einfangen, der auch nicht immer der einfachste ist, aber dieses Mega-Gehalt, das macht die Geschichte für uns zu unrealistisch und wir glauben dann doch eher, dass es ein Spieler der Kategorie Ryan Gravenberg von Ajax werden dürfte. Ja, auch Frankie de Jong stand mal bei den Bayern auf dem Zettel, aber der ist schlicht wohl auch zu teuer. Nun berichtet Gerard Romero, der Transferexperte aus Spanien, der Barca sehr nahe steht, dass Frankie de Jong unmittelbar vor einem Transfer zu Manchester United stehen soll. Ein großer Grund dafür, das ist die finanzielle Situation, in der sich Barca befindet. Man muss Spieler abgeben, um im Transfersommer neu zuschlagen zu können. 70 bis 80 Millionen Euro sind im Gespräch und passen würde es ja auch. De Jong würde seinen Ex-Trainer aus Ajax-Zeiten wieder treffen, Erik ten Hag. In unserer Statistik des Tages beziehen wir uns auf eine ganz aktuelle Mega-Leistung. Kevin De Bruyne hat nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern gleich viermal getroffen in einem Premier League-Spiel. Und damit katapultiert er sich in die Top 5 der Torschützen dieser Premier League-Saison. Und das als Mittelfeldspieler. Chapeau, Hut ab. Ein ganz besonderer Spieler, den wir ja auch noch sehr gut kennen aus seiner Zeit in Wolfsburg und auch, das darf man nicht vergessen, bei Werder Bremen. Sicherlich einer der besten Kicker der Welt derzeit. Wir schauen mal auf die Top 5 in unserer Statistik des Tages der besten Premier League Torschützen, die vermeintlich stärkste Liga der Welt. Diogo Jota, 15 Tore in 33 Partien. Kevin De Bruyne, 15 Tore in 28 Partien, schiebt sich jetzt also davor, hat für seine 15 Treffer weniger Spiele benötigt. Der Altmeister auf Rang 3, 18 Mal getroffen, Cristiano Ronaldo, in seinem Alter immer noch einer der Top-Leute bei seinem Verein. Und Heung-min Son, nicht wegzudenken von den Spurs, 20 Mal erfolgreich, ergänzt sich ja kongenial mit Harry Kane. Und ganz vorne macht keiner dem Ägypter was vor. Mohamed Salah, 22 Tore in 34 Partien. Und es sei noch erwähnt, dass es noch einen Spieler mit 15 Treffern gibt, nämlich Sadio Mané von Liverpool in 33 Partien sowie Diogo Jota. Aber Mané stand deutlich mehr Minuten auf dem Platz. Deswegen haben wir uns hier in der Top 5 mal für Jota entschieden. Ist ja auch noch ein knappes Rennen. Könnte theoretisch noch was passieren in den letzten Spielen. Und wir sind gespannt, wer sich dann am Ende die Torjägerkrone aufsetzt. Wir kommen zu unseren Newsticker-Meldungen und ihr könnt ja gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie unnötig diese Aktion von Kingsley Coman war im Spiel gegen den VfB Stuttgart. Da gab es ja eine Backpfeife für den Gegenspieler Mavropanos und nun ist klar, das hat ein Nachspiel nicht nur für diese Saison, sondern auch noch für den Start der nächsten. Denn die Bayern müssen 3 Spiele auf Kingsley Coman verzichten. Das ergab das Strafmaß des DFB-Sportgerichts. Also insgesamt 3 Spiele Sperre heißt, auch in den ersten 2 Partien der neuen Saison muss Coman zuschauen. Er kann es einfach nicht lassen. Patrick Herrmann ist bereits seit 2008 bei Borussia Mönchengladbach und nun hat er nochmal seinen Vertrag verlängert und zwar gleich um 2 Jahre bis 2024. Er ist längst eine Vereinslegende und baut diesen Status weiter aus. Nach einer längeren Hängepartie steht fest, Tim Handwerker entscheidet sich für Nürnberg und für eine Vertragsverlängerung. Sein Arbeitspapier lief eigentlich aus, wurde jetzt aber langfristig verlängert. Über die genaue Laufzeit des 23-jährigen Linksverteidigers wurde allerdings keine Angabe von Seiten des Clubs gemacht. Maxence Caqueret ist eins der wertvollsten Talente bei Olympique Lyon. Marktwert 20 Millionen Euro. Nun hat der 22-jährige Mittelfeldspieler langfristig verlängert. Bis 2026 bleibt er OL erhalten. So bitter und so schnell kann es kommen. Anssi Suhonen hat sich gestern im Training beim HSV verletzt, kurz vor dem Saisonfinale. Die bittere Diagnose Wadenbeinbruch und das im Training war wohl eine ganz unglückliche Situation. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der wurde schon heute, also nur einen Tag später, operiert, fällt jetzt länger aus. Wir sagen gute Besserung.
Und das war's für heute von Transfermarkt TV. Ihr könnt natürlich sehr gerne noch zu unseren Themen eure Meinung in den Kommentaren verewigen, eure Fragen und Anmerkungen loswerden. Kein Problem, geht ganz schnell. Und dann haben wir auch noch zwei Videoempfehlungen für euch. Zum Beispiel hier unser aktuellstes Video und da unten auch brandneu die Traumelf von Manuel Riemann. Bei beiden wünschen wir euch ganz viel Spaß und ich sage bis bald. Ciao.